Ja, hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt von diesem Video. Und dieser Vlog hier ist wieder inspiriert worden, wie schon ein paar Mal zuvor, durch ein Video von Basti. Sei gegrüßt auch hiermit, alias 0nonsense0. Und es geht bei seinem Vlog um das Thema Gruppenidentität. Ja. Und ich möchte meinen Vlog auch nennen: Vorsicht, Falle, Gruppenidentität, weil ich das auch für ein sehr wichtiges Thema diskutiert hat, als ein sehr wichtiges Thema ansehe. Es gab ja schon zwischen mir und Basti in den Vlogs, wurde das schon ein paar Mal angedeutet. Mein Vlog Selbstvergebung und Selbstehrlichkeit basiert auch ein bisschen auf diesem Thema, wo ich halt erzählt habe, wie gerade innerhalb der Linken, gerade in den sogenannten radikalen Gruppen, ja, eine Abwehr nach außen besteht und man sich halt auf seine Merkmale, die man meint haben zu müssen, um bei dieser Gruppe zu sein, bei den orthodoxen Kommunisten wahrscheinlich weniger auf Äußerlichkeiten aufgebaut als jetzt zum Beispiel bei Punks oder Autonom, wo ich das auch oft erlebt habe, wenn man da ankommt und man passt einfach nicht vom Äußerlichen in das Bild, dass man dann ein Problem hat. Gut, diese ganze Problematik wurde ja schon öfters angesprochen und ich möchte allerdings auch erwähnen, dass ich hatte mir in letzter Zeit auch ein paar Mal überlegt, ob ich aus Destiny austreten. Ah, austreten geht gar nicht. Bin ja irgendwie gar nicht eingetreten da soll. Weil ich auch da natürlich ein bisschen die Entwicklung sah, man bleibt innerhalb seiner eigenen Gruppen, gerade bei Facebook, wo ich noch quasi nur Freundschaften geschlossen habe mit Leuten aus dem Destiny-Umfeld, favorisiert man sich immer gegenseitig, was Leute aus Destiny gemacht haben. Allerdings habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil bisher Destiny doch halt ein recht offenes Konzept hat, die Gruppe halt nicht zu binden, sondern durchaus jeden, der etwas beitragen möchte, dies auch tun lässt. Was natürlich auch dieses Offene übers Internet sehr begünstigt und Destiny ja auch hauptsächlich momentan ein Internetphänomen ist, was in den anderen Medien wenig vorkommt. Aber trotzdem sehe ich halt auch da bisschen die Gefahr und man muss dort auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr eine Gruppenidentität entwickelt, was jetzt zum Beispiel die Geschichte mit Face World, Face Off angeht. Eine Aktion, die ich an sich sehr gut finde, habe ja auch selber teilgenommen, war für mich allerdings natürlich auch relativ leicht, da ich sowieso die letzten Jahre noch nie so der Langhaar-Fanatiker war. Mir selber gefällt es auch, teilweise auch bei Frauen ganz gut, der Ball-Style oder wie man so sagt. Ist aber sicherlich nicht jedermanns Sache und gerade Frauen schreckt das sicherlich ab, jetzt zum Beispiel an dieser Aktion teilzunehmen. Und man sollte auch dort gucken, dass man diese Gruppenidentität nicht auf solche äußeren Faktoren fokussiert. Damit nicht dasselbe entsteht, ja, was Bastian gerade in seinem Vlog kritisiert hat. Ja. Momentan hat halt da Destiny durch seine Offenheit noch viele Vorteile und auch nicht jeder nimmt sich alles von der Gruppe an, kann aber trotzdem mitwirken. Zum Beispiel fahre ich ja überhaupt gar nicht die ganze Esoterik-Schiene hier, Portale, Strukturell-Resonanz-Alignment habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt. Stehe ich also momentan irgendwie neutral gegenüber. Ja. Ja, ich glaube, ich halte es auch mal wieder
kurz. Das war's eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Super Vlog, Basti. Aber halt, immer auf der Hut sein, dass man nicht selber zu dem wird, was man vielleicht vorher ganz zu Recht kritisiert hat. Jo, euch allen noch einen schönen Abend.